Freunde, willkommen zurück auf dem besten YouTube-Channel Deutschlands. Wir unboxen jetzt einen Dyson V10 und los geht's natürlich nach dem Verbraucherschutz. Wir informieren natürlich darüber immer. Danach kommt direkt das Intro und danach kommt direkt das Unboxing. Viel Spaß! So, dann wollen wir das Ding auspacken. Das ist logischerweise wieder so ein riesen Container, ne? Also ein riesiges Paket. Macht's hier auf. Das wird, denke ich, mal ganz gut. Warum kein Saugroboter? Tja, die sind mir zu teuer. Ich habe für den hier echt wenig bezahlt. Und das habe ich, ehrlich gesagt, schon selber. So. Was haben wir hier alles drin? User Manager brauchen wir nicht. Ganz großes Pamphlet. Was haben wir noch? Hier ist diese Knickgeschichte. Dass man unter weitermachen kann. Hier ist die Düse. Ich habe mich jetzt vorher nicht so besonders damit beschäftigt. Das Leder. Oh, das ist echt viel. Arbeitszimmer. Hier ist der Dyson an sich. So. Boah, diese Speicherkarte direkt hier so auf und dann schmeiße ich sie weg. So, und jetzt sitzt der Dyson. Oben ist der Filter drin. Ja, entleert wird er so. Geladen ist auch schon. Hier ist die Wandhalterung. Was haben wir hier drin? Mal schauen. Ah, das Netzteil. Hier sind die Bürsten für Ecken und für kleine Ecken. Hier haben wir die Bürste für das ist die Bürste für den Teppich, glaube ich. Weil die andere, die ist etwas mit weniger Flauschi-Flausch. Das ist die Bürste für Hartböden, wenn ich mich richtig entsinne. Und das ist die Bürste für Kissen. Ja, kommen wir doch alles zusammen. So, hier haben wir jetzt noch die Mikro. Ich würde sagen, wir bauen ihn zusammen. Eigentlich relativ easy. Man klickt es einfach nur zusammen. Tja. Und schon kann es losgehen.
So, nochmal ganz kurz als Nachtrag. Das hier ist die Hartbodenbürste. Ist ganz flauschig, die kann man auch, wenn man hier öffnet, rausziehen. Hat mir zumindest der Verkäufer gesagt. Und die Bürste, die ich jetzt gerade hier drin habe, diese hier, das ist die für Teppich. Also, die kehrt aus dem Teppich alles raus. Genau. Und die Wechsel einfach hier drücken. Hier der nächste rein. Fertig. Jetzt nochmal kurz angemacht, man sieht jetzt schon den Dreck, der hier drin ist. Also es scheint wohl ziemlich gut zu sein, das Gerät. Hier sind dann noch die Stellen. Hier ist es einfach. Und hier ist Max, die man hören kann. So, hier hinten kann man das auftun. Hier ist der Filter drin zum Reinigen. Übrigens, wenn das nicht richtig zu ist, wie jetzt, geht es auch nicht an. Das muss richtig zu sein, nur dann geht's. So, ich würde sagen, wir warten bis morgen und dann testen wir den mal mit GoPro. Hier seht ihr sie. Wir machen auf mittlere Stufe, mal sehen, ob sie weggehen. Okay, also ich sehe sie jetzt weniger als vorher. Krasser Scheiß, hätte ich jetzt nicht erwartet. So, was machen wir als nächstes? Hier sind Staubhunden. Die probieren wir mal. Okay, also die Bürste scheint schon mal ganz gut zu funktionieren. Auf zur nächsten Bürste! So, die nächste Bürste ist installiert und jetzt testen wir das mal hier drauf. Ich habe leider keinen richtigen Teppich. Das ist halt mein Problem. Und wir machen alles auf Stufe Mittel, ne? Sag ich gleich dazu. So, und jetzt probieren wir mal, wie es abgeht hier drauf. Das ist direkt festgeklemmt. Wahrscheinlich muss man da schneller fahren. Okay, also das ist jetzt fragwürdig, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Ich kenne mich da jetzt gerade nicht so gut aus. Also man sieht auf jeden Fall den Teppichstutz ganz gut hochwirbeln. Ich gehe mal davon aus, dass da auch Dreck rauskommt. Aber die Frage ist jetzt, mit welcher Stufe man das machen soll. Ich gehe jetzt mal auf Max drauf. Okay. Ich sag mal so, wenn ihr gerade sehen würdet, was in diesem Müllbeutel landet, zieht er schon ganz schön was aus. So, jetzt sind wir wieder hier. Wir probieren jetzt mal dieses kleine Ding hier. Und das seht ihr leider jetzt an der Beton nicht. Ja, okay. Und wir probieren das jetzt mal auf derselben Stelle. Mal sehen, wie das da funktioniert. Und wir haben jetzt auch wieder Max drin. Maximum Attack. Okay. Seht, geht das Ding auf jeden Fall ein bisschen besser für. Also, das Ding geht anscheinend besser für diese Teppiche, für die kleinen. Und ja,
Kann auch sein, dass ich den Großteil noch länger durchziehen muss. Es ist leider meine erste Reise, ich kann es nicht so genau sagen. Das Schwarz ist auf jeden Fall schwärzer geworden. Es hat schon einen ganz schönen Dreck rausgezogen, aber jetzt ist so Essensreste, zieht es jetzt natürlich nicht raus. Aus dem Grund kaufe ich mir auch ehrlich gesagt jedes Jahr ein neues und schmeiße es einfach weg. So, jetzt habe ich noch eine wirde Idee. Wir machen mal mit dem Ding die Tastatur so, wenn es geht. Und bin jetzt gespannt. Oh, mein Akku ist leer. Echt jetzt? Geh mal auf normal. Ne, der ist jetzt leer. Scheiße. Gut zum Vergleich. Hier ist die Server-Tastatur. Und hier ist noch die dreckige. Also das scheint wirklich gut zu funktionieren. Wir können das einmal verschieben. Ne? Wir können das normal nutzen, wenn man das rauszieht. Ja. Übrigens, ich habe jetzt alles getestet mit der normalen Ladung vom Akku. Ja, ich habe den nicht geladen seit Auspacken. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, war ein bisschen lost jetzt, die letzten Schnitte, aber was soll's, ich habe das über zwei oder mehrere Tage gedreht und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und lasst mal einen Kommentar da, welchen Dyson oder welchen Staubsauger habt ihr, welcher ist besser, welcher ist schlechter, sagt einfach mal Bescheid. In diesem Sinne Leute, danke und ciao.